Hallo zusammen, willkommen zu meinem Let's Play von Twine 2. Ja, nach Twine kommt jetzt die Fortsetzung, Teil 2, The Complete Story, was auch immer das heißen mag. Ich habe mir die beiden damals zusammen auf Steam gekauft, als sie im Angebot waren. Ja, gebe ich zu. Also, was ist Twine 2? Eigentlich dasselbe wie Twine 1, nur um einiges besser und toller. Sieht man schon hier am Hauptmenübildschirm, es sieht wie der erste Teil einfach atemberaubend aus, die Umgebung. Aber ja, legen wir doch einfach mal los. Einzelspieler. Okay, hier können wir Schwierigkeitsgrad, die Kampfstufe wählen, bleiben wir bei normal. Wir können Rätselhinweise einstellen. Machen wir mal 5 Minuten. So. Falls ich wirklich mal bei einem Rätsel nicht weiterkomme, dass ich das LP nicht zu sehr in die Länge ziehe. Und den Hardcore-Modus, den lassen wir einfach mal aus. Ja. Und starten das Spiel. Ab ins Intro. Los. Es gab einmal 3 tapfere Helden. Erwählt von einem Artefakt, dessen Name lautete der Twine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Der erste der 3 Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Ja, unsere 3 Helden kennen wir ja doch aus dem letzten Teil. Den Magier, den Ritter und die Diebin. Oder Unternehmerin, wie sie sich selber nennt. Wie wir gerade gehört haben. Und ja, dann legen wir mal los mit der Einführung. Amadeus, der Zauberer, schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte. Verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Hey, mach das aus! Ich bin hier am Schlafen! Was ist denn? Wer ist da? Ja, und jetzt geht's los. Wie wir aus dem ersten Teil wissen, unser Magier hier kann keinen Feuerball zaubern. Dafür konnten seine 3 Kinder schon, bevor sie 1 Jahr alt waren. Und deswegen hat er sich jetzt in einer Hütte verkrochen vor Scham. Gut. Und wir starten in seiner Hütte. Und können uns natürlich mit den WASD-Tasten ganz normal bewegen. Und er wird angeleuchtet. Und das Licht verfolgt ihn. Das ist schon mal sehr toll gemacht. Wie er sich da auch immer die Hand weghebt oder wie er sich an die Wand stellt. Ja. Und er hat einen Teddybären. Aber gut, dann verlassen wir mal seine Hütte und gucken mal, wer da was von ihm will. Okay, zusätzliche Spieler haben wir keine. Wir spielen alleine. Wie seltsam. Ja, da funkelt etwas. Und der Wald sieht toll aus. Ein bisschen bunt, aber sieht toll aus. Ja, und wir können hier auf riesige Pilze springen. Wir müssen hier eine blubbernde Blase nehmen. So. Von der wir runterfallen. Und da haben wir auch schon unser erstes. Der vorne war blockiert. Doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Mit seiner Magie konnte er Dinge anheben. Ja. Oder Dinge runterziehen. Ich will da oben erstmal hin.
Obwohl, erstmal hier oben hin, weil hier ist auch eine Erfahrungsviole. Die gibt es ja auch wieder in dem Spiel, nur dass sie diesmal nicht grün sind, sondern so ein schönes kristallines Blau haben. So. Jetzt würde ich gerne auf diesen Pilz drauf kommen. Lässt er mich natürlich nicht. Dann helfen wir mal mit dem Stein etwas nach. So. So, ja, das ist nicht so gelaufen wie geplant, aber wir haben es geschafft. Und ja, nochmal zur Erklärung, gerade die beiden Twilight Islands, die ich gesehen haben. Aber Deus kann mit seinen Fähigkeiten einmal Steinsachen anheben und durch die Gegend ziehen. Aber er kann auch, wie wir gleich sehen werden. Amadeus konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Können wir hier solche magischen Kisten herbeizaubern? Mit Zahnrädern und allem. Die können wir verschieben und können sie auch anheben. Aber brauchen wir erst einmal nicht. Wir sammeln erst einmal die Erfahrungsviolen ein. So. Da ist das Leuchten schon wieder. Ist das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. So, hier können wir uns hochheben, wollte ich sagen. Aber erstmal kurz gucken, ob hier unten noch was ist. Nein, ist nichts hier unten. Komm. Dann erstmal wieder den Baumstamm. Dem geht's leichter. So. Und dann hier runter. Über die Brücke. Ich verlange zu wissen, was hier passiert. Wie er jetzt da steht. Der Trine. Was? Pontius. Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das König... Was? Oh, das geht gar nicht, Pontius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Ah, ich werde herausfinden, wer dahinter steckt und ihm eine Lektion mit meinem Schwert erteilen. Ja, nach Amadeus steuern wir jetzt Pontius. Er kann mit seinem Schild blocken und mit dem Schwert zuhauen. Und wir müssen für ihn mit ihm ranken loswerden. Da sind schon mal Hühnchen und Schafe. Und da sind die Ranken, auf die wir eindreschen müssen. Ja, während Amadeus der Magier ist, der Sachen durch die Gegend heben kann und Kisten erschaffen kann, ist Pontius eben der Mann fürs Grobe. So geht's auch. Hallo, ich will dich schlagen. So. So. Ranken weg. Oh, Riesenkürbis. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Ja, und auf den Kürbis können wir hüpfen. Und wir als Trampolin verwenden. Genau wie auf den Kürbis. Und immer schön die Erfahrungsdinger einsammeln. Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. Ja, ja. Er ist etwas überheblich, aber das ist nicht schlimm. So, hier drauf springen und das hier einsammeln. Und jetzt müssen wir das Wasserrad von den Ranken befreien. Und ja, ich habe es noch nicht gesagt. Den Teil von Twine habe ich nie ganz gespielt. Ich habe gerade mal die Einführung und das erste Level mal gemacht. Aber weiter kenne ich es nicht. Und das habe ich ganz vergessen, dass man hier runterrutscht. So. Und wir haben natürlich von Anfang an gleich den Sturmhammer.
den wir im ersten Teil erst später gekriegt haben. Damit können wir uns schön durch Felswände hängen. Das sieht gefährlich aus. Jetzt müssen wir hier durchkommen. Durch dieses ganze Rankengewächs. Verflixtes Unkraut, euch werde ich helfen. Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen fallen. Der Trine! Pontius hatte nie verstanden, was genau der Trine tat. Aber er wusste, dass das Amt Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Spät in der Nacht war Zoja in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Ja, also was ich gerade sagen wollte, was man auch schön sah, im Gegensatz zum ersten Teil, der Hintergrund ist viel lebendiger. Also es sieht nicht nur alles so schön aus und fließt zum Wasser, sondern man hat jetzt auch gerade in dem Höhlenkampf gesehen, wie sich die Ranken im Hintergrund verschlungen haben. Und der Mond ist lila. Ja, jetzt spielen wir Zoja, die Liebe und Bogenschützin. Mit ihr können wir Pfeile verschießen, über Seile laufen, hier das Seil durchschießen, dass wir hier hochkommen. Hopp. Wir können auf solche Dinger schießen, dann kommen wir an die Violen ran. Hier unten gibt es nichts. Können wir wieder hier hoch und hier rüber hüpfen. So. Und Zoja kann natürlich ihren Enterhaken benutzen. Ja, das war jetzt gerade nicht so geplant, aber es hat geklappt. Zoja glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Das allerdings. Wir können das dann etwas länger machen. Dann kommen wir auch an die Erfahrungsviole. Und können uns dann hier weiter hangeln. So. Können mal kurz gucken, ob hier unten noch was ist. Aber nö. Können uns wieder hier hochhangeln. Und da rüber schwingen. Auf das Dach? Nein, ich will auf das Dach. Können hier runterrutschen. In den Heuwagen. Den können wir nicht verschieben wie den anderen bei Pontius, weil der hat nur zwei Räder. Dann sah sie ein flimmerndes Licht oben an der alten Kirche. Ja, jetzt müssen wir uns da hochschwingen. So. Und darüber. Die Kirche sieht auch gleichweise schlecht aus. So. Und ja, immer wenn wir 50 Erfahrungsviolen zusammen haben, kriegen wir ein Level up. Was ein bisschen anders ist als in Trine 1. So, noch die Priole aufsammeln. Der Trine. Wie lästig. Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Clown? Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Sagt mir, wo gehen wir? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Und ja, ich mache überhaupt nichts. Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Zoja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Ja, und so werden wir ins neue Abenteuer von Trine geworfen, ohne zu wissen, was wir überhaupt tun müssen. Ohne zu wissen, wer der Feind ist. Und was ich gerade sagen wollte, ich habe überhaupt nichts gemacht. Die Dialoge sind von selber einfach weitergesprungen, bevor sie zu Ende waren. Das finde ich ein bisschen blöd. Ach, sieht das schön aus. Die Sonne geht gerade auf.
Da steht eine Statue von einem Typen mit einem Schwert und da kommt auch schon der Twine. Und setzt uns am ersten Checkpoint ab. Die sehen nun so aus. Und wie immer können wir jetzt wieder unsere Helden durchwechseln. Und uns ins Abenteuer wagen. So, holen uns mal die erste Erfahrungsfiole hier. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt mit dem ersten Level anfangen, mache ich erstmal einen kleinen Cut. Also, bis gleich.